Marktwirtschaft. 2 Minuten. Ja. Ein Wort habe ich erst gesagt. Jetzt geht's auch los. Marktwirtschaft verlangt Risikobereitschaft. Ein Grundeinkommen erhöht die Bereitschaft, Risiko einzugehen, weil man weiß, man hat dieses Grundeinkommen sicher. Es erhöht auch das Vertrauen in das soziale Sicherungssystem. Zweitens, die Bereitschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen, wird sich erhöhen, weil man weiß, es wird nicht alles abgeschmolzen bis zum Schonvermögen. Was ich mir erspart habe, kann ich behalten. Drittens, Widerspruch, Armut macht nicht kriminell. Ich halte das für eine gefährliche These. Es gibt viele Familien, die in der sozialer schwierigen Situation leben und nicht kriminell sind. Also ich bin für Grundeinkommen, aber ich würde die These, dass Armut kriminell macht, nicht unterstreichen. Grundeinkommen, ich glaube, das muss man auch ehrlich und offen sagen, schafft nicht das Paradies auf Erden. Es reicht alleine nicht aus. Das heißt, wir brauchen trotzdem noch die Förderung, die institutionelle Förderung. Es wird trotzdem Leute geben, wo es gut ist, wenn man sie an die Hand nimmt, wenn man sie aktiviert, wenn man sie unterstützt. Also man kann nicht hergehen und sagen, also Grundeinkommen und damit zieht sich der Staat zurück, sondern es ist wichtig, den Leuten, die Unterstützung brauchen, die Unterstützung zu geben, aber nicht den Leuten, die selber gehen können, ein Bein zu stellen. Wir mischen jetzt mal ein bisschen Wolfgang Strengmann Kuhn. Gut, also ich finde, der Schlüsselbegriff, der ist oft gefallen, ist die Befreiung von Existenzängsten. Und das macht ein Grundeinkommen anders als eine Grundsicherung, die vielleicht die gleiche materielle Basis schafft. Also vorhin gab es mal jemand, der gesagt hat, ich könnte auch von 800 Euro leben, es müssen nicht unbedingt 1000 Euro sein, aber 800 Euro Grundsicherung oder 800 Euro Grundeinkommen macht, glaube ich, einen riesigen Unterschied, nämlich im Kopf. Wenn man weiß, dass man den Rest seines Lebens, 800 oder 1000 Euro, kriegt, befreit das halt von diesen Existenzängsten und damit findet meines Erachtens eine Befreiung im Kopf statt. Und diese Befreiung im Kopf, nicht mehr daran denken zu müssen, wie kriege ich denn meinen Lebensunterhalt morgen oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren gesichert, kann zu ganz neuen Gedanken führen und davon erwarte ich mir sehr starke gesellschaftsverändernde Prozesse. Kreativität ist vorhin schon angesprochen worden, aber ich kann mir gar nicht alles ausmalen, was dadurch passieren könnte. Noch ein wichtiger Punkt ist, der sich verändert, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Jetzt ist das so, es gibt Transferempfänger und Steuerzahler und die Steuerzahler können sagen, du kriegst jetzt quasi mein Geld, um zu leben. Wenn es ein Grundeinkommen gibt, kann man immer noch sagen, ich finanziere dein Grundeinkommen, aber der andere kann sagen, ja, ich deins auch. Und ich glaube, dass das nochmal auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Beide Argumente, die Wolfgang genannt hat, spielen in unseren Debatten auch eine ganz große Rolle. Der ein recht kluger Verdi-Kollege hat mal das Hartz-IV-System beschrieben als die Etablierung der Notwendigkeit, dich von morgens bis abends ums ökonomische Überleben kümmern zu müssen. Und genau dieses macht Menschen natürlich kaputt und macht Gesellschaft natürlich kaputt. Und es ist entscheidend, dass der Produktivitätsfortschritt, den wir seit Generationen immer weiter erleben, in freie Zeit und in Gestaltungsmöglichkeiten und in kreative Möglichkeiten übersetzt werden und nicht in Angst. Das ist der eine Punkt. Den anderen Punkt, der auch in den Beiträgen aus dem Publikum leider nicht angesprochen worden ist, ich erlebe es in Veranstaltungen ganz, ganz häufig, dass wenn das Gespräch auf dieses Thema kommt, auf den Punkt, was macht das mit meinem Leben, dass dann vor allen Dingen Frauen, die noch ein bisschen älter sind als ich, hier aufstehen und sagen, mein Leben wäre damit ganz anders verlaufen. Ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen ein Instrument ist, das dadurch, dass es Menschen eine eigenständige Absicherung aus eigenem Recht ermöglicht, an dieser Stelle ein riesiges Potenzial hat, auch in die patriarchalen Verhältnisse dieser Gesellschaft einzugreifen. Okay.
Also wenn sich das Modell der BRG bei den Linken durchsetzen würde, sofort hätte ich erstmal ein bisschen weniger Geld im Monat, weil dann so Abgeordnete, die müssen dann draufzahlen. Das finde ich ist aber auch richtig, weil im Gegenzug hätte ich viel mehr Zeit, da ich ja bisher viel Zeit dafür aufwende, für die Einführung des Grundeinkommens zu verwenden. Insofern würde ich dann nochmal sagen, Mission completed und ein paar Abende mehr in der Hollywood-Schauke zubringen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich glaube, auch eine ganz zentrale Sache beim bedingungslosen Grundeinkommen wäre, dass es so ein Gefühl gibt, dass man alle Menschen, die man kennt, mit denen man abends mal weggehen möchte und so weiter, dass die halt auch frei von Existenzangst sind. Und das, finde ich, ist ein Vorteil, ist ein enormer, es ist quasi ein Quantensprung in Lebensqualität, selbst für Menschen, die noch draufzahlen. So, weil dieses Wissen, dass, sage ich mal, es Menschen gibt, die in Existenzangst leben, ist auch eine Belastung für Leute, die jetzt nicht sofort momentan davon betroffen sind. Was diesen Widerspruch anbelangt, der hier genannt worden ist, bedingungsloses Grundeinkommen, dann geht ja der Kapitalismus sofort baden. Naja, ich glaube ja, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist keine Garantie dafür. Aber in der Gesellschaft, in der das eingeführt worden ist, sind die Bedingungen besser für andere Formen des Wirtschaftens, sich einzusetzen. Und es ist vor allen Dingen so, eine Geschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, den Kapitalismus zu überwinden, die auch in Irrwegen geendet haben. Beim Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens könnte man sicher sein, man hat eine bessere Voraussetzung für ein anderes Wirtschaftssystem zu streiten und man kann sicher sein, dass der Weg dorthin nicht durch ein Tal der Tränen und der Entbehrung gehen muss, sondern dass der Weg zu einer Gesellschaft geht, die wirklich lebenswert ist. Und ich finde, das ist ein Weg, der es sich lohnt, in Angriff genommen zu werden. Thank you.